So, ach, okay. So, da noch eine interessante Stelle. Feucht. Boah. Ja, das ist rutschig. Sehr eng. So, und das lasse ich aus. Man muss ja nicht alles fahren. Das ist nämlich dieser, also hier oben, da kann man schon leicht hängen bleiben im Pedal am Felsen. Und hier dieser Abschlusshupfer, der ist ein bisschen sehr ungut, besonders wenn es feucht ist wie heute. Komm, schau mal, Tini, hier geht's lang. Hoppi, hoppi. Da kommt dann ein sehr steiler Abschluss. Ja, hier. Aha. Fuck, ist das steil. Nur die Kunst, sich da noch einzubremsen. Okay. Geschafft. Aha, ne? Kann ich gleich wieder rauffahren. Super. Macht Spaß. Ja, das ist das Geile am E-Mountainbike. Ich kann auch wirklich technisch interessante Sachen gleich rauffahren. Und wilde Sachen genauso auch runterfahren. Die Sturzangst ist ein bisschen größer, wenn man in so sehr steilen Gelände mit so einem über 24 Kilo schweren E-Mountainbike unterwegs ist, weil wenn einem das drauf fällt, ist das blöder als mit so einem schönen leichten Carbonradl. Einmal ist mir das E-Mountainbike schon hinten drauf gefallen, hat mich mit dem Sattel am Rücken getroffen, dort wo ich mein schönes iPhone X hatte. Das war dann sehr verbogen. Haben wir dann gleich ein neues kaufen müssen. Aber immerhin hat mich das Telefon vor zumindest einen großen blauen Fleck am Rücken bewahrt.
Aha. Und das ist, glaube ich, schon 100 Mal runtergefahren, aber jetzt das erste Mal, dass ich das hinauffahre. Okay. Bisschen was umgefallen. Unten liegt ja kein Schnee mehr, jetzt muss ich sie wieder mit Wasser versorgen. Deshalb habe ich auch einen 3 Liter Camelback, weil im Sommer trinkt sie 1,5 Liter und ich. Grüß euch. Super, das ist lieb, danke. Die kürzt ab. Ich bin wieder schummelt. Wo ist der Frisbee? Gut, gib. Gib. Danke.
damit sie ein bisschen Bewegung macht, wenn wir jetzt noch Frisbee spielen. Aber zuerst kommt das Fahrrad ins Auto rein. Tini, komm weg von der Straße. Tini, zu mir. Super gefangen. Toll, Tini. Ganz toll. Geh dorthin. Platz. Kriechen. Kriechen. Gut. Wow, wieder gefangen. Hopp. Und dreh. Gut. Oh oh. Wieder gefangen. Shit. Was war das? Oh, bist du gestolpert? Jedes Mal gefangen, ist unglaublich. Ja, schon wieder gefangen. Super, mein Schatz. Du bist ein toller Hund. Eine Sportskanone. Gefangen eben. Jeden Wurf. Komm, Tini, fahren wir nach Haus. Hä? Heute haben wir schon genug Bewegung gemacht, oder? Fahren wir nach Haus? Hm? Hört sich. Gib her. Schmeißen wir noch einmal runter Richtung Autos. Schön dosiert. Schnell! Auto, gib! Hopp, hopp! Gib! Wenn sie ihn hergeben soll, dann schafft sie es kaum, ihn ins Maul zu nehmen. So kraftlos ist sie dann plötzlich. So, und einsteigen. So, hopp! Ins Auto steigt, sieht man sofort ein, aber wenn wir wegfahren, wenn wir zur Tour fahren, aber wenn wir nach Hause fahren, dann muss ich sie immer bitten, ja? Ja. Tini, du bist eine tolle Sportlerin. Ganz eine tolle Sportlerin ist sie. Februar, Mitte Februar und schon so warm, Tini, dass du schwitzen musst. Letztes Jahr zu der Zeit war 2 Wochen sibirische Kälte. Mit bis zu minus 18 Grad unten in Salzburg, gell? War ich auf einer Messe ausstellen.